Einen wunderschönen guten Abend, Glück auf und herzlich willkommen. Wir haben wieder eine neue Ausgabe von Mekional für Sie. Natürlich, wie gewohnt, mit den neuesten Informationen aus und für unsere Region. Heute gab es für die versierten Beobachter am Himmel etwas ganz Besonderes zu entdecken. Vorausgesetzt natürlich, man hatte eine klare Sicht. Dazu werden wir aber später im Wetterstudio mehr erfahren. Vorher haben wir neue Informationen zu Lockerungen der Maskenpflicht für Sie. Und Tobias hat sich in dieser Woche ja schon mit ein paar Gastronomen unterhalten und über den anstehenden Neustart gesprochen. Und auch heute ist er wieder unterwegs gewesen. Aber nicht nur die Gastronomie profitiert aktuell von immer mehr Lockerungen. Inzwischen gibt es in so gut wie allen Bereichen Grund zum Aufatmen. Günther Langer war dazu einmal in Olbernhau gewesen und hat dort mit dem Bürgermeister über die anstehenden Lockerungen gesprochen. Besser wie mit diesem Schild kann man die Stadt der Sieben Täler mitten im Erzgebirge natürlich nicht vorstellen. Herr Bürgermeister, die Stadt Olbernhau im Juni 2021. Corona beschäftigt uns immer noch, obwohl es besser aussieht. Ja, die Inzidenzen sinken ja und ich hoffe, dass im nächsten Monat alles wieder normal wird, dass man sich wieder bewegen kann, ohne diesen Auflagen, die es so gegeben hat, dass auch Kultur, Tourismus, Sport alles wieder agieren kann. Das ist ganz wichtig, denn das Miteinander, das Zusammensein, das ist ein Fundament, was die Menschen brauchen, das Miteinander reden. Deshalb freue ich mich und in unserer Stadt wird es dieses Jahr ein gutes Jahr, ein sehr gutes Jahr. Wir haben viele Einweihungen hier, die Poliklinik, eine Turnhalle in Dorntal, ein Gerätehaus in Pfaffroda, ein Gerätehaus oben in Oberneuschönberg und in der Seigerhütte geht es ja auch vorwärts. Also ich freue mich, der Haushalt ist bestätigt, sieht gut aus. Geht auf und wie haben wir gesagt, der Mai macht alles neu, haben wir schon mal vor 20 Jahren gesagt. Das ist auch so, die Sonne hebt das Lebensgefühl und die Leute haben wieder mehr Lebenslust, Lebensfreude als diese Corona-verordnete Tristesse. Unser letztes Gespräch, da haben wir dieses Testzentrum eröffnet hier in der Stadt. Hier hat sich bewährt? Es hat sich bewährt, die Leute haben einen Anlaufpunkt, können auch Termine machen außerhalb der Öffnungszeiten und im Moment sind ja die Tests noch nötig. Wenn wir unter 35 kommen, fällt es ja dann auch weg und damit hat es natürlich den Zweck erfüllt. Auch die Touristinformation in der inneren Grüntaler Straße ist wieder geöffnet. Ja, ab nächste Woche machen wir Schwimmbad auf, Museen alles auf und dann hoffen wir, dass die Leute auch kommen. Da brauchen sie natürlich auch Gaststätten, wo sie was zu essen bekommen, was zu trinken. Aber sicherlich ist nicht alles eitel Sonnenschein. Wo drückt denn noch der Schuh? Also wie wir nirgends. Außer an dieser großen Bürokratie, an dieser Unsicherheit, an diesen sinnlosen Gesetzen, die hier und da gemacht werden. Stichwort Elektromobilität, ohne zu Ende zu denken. Ansonsten passt schon. Also das, was derzeit so an Gesetzen formuliert wurde, die Inzidenzwerte, die sinken ja auch im Erzgebirgskreis. Wir sind immer noch Spitzenreiter gewesen. Wie können Sie sich das erklären? Ja, wir haben zu spät reagiert mit der tschechischen Grenze. Denn es gab Monate, da hatte man in Tschechien Inzidenzwerte über 1000 und trotzdem waren die Grenzen auf, praktisch auf. Man hat zwar gesagt, die seien zu, hat es aber nicht kontrolliert. Man hat es nicht physisch verhindert. Und demzufolge haben wir massenweise abbekommen. Deshalb ist auch diese Verzögerung. Die Gewerbetreibenden der Stadt, geht es da aufwärts oder gibt es da, was Ihnen bekannt ist, Probleme, die bereitet wurden? Probleme gibt es zum Beispiel jetzt mit Baumaterialien, dass sie später geliefert werden oder gar nicht oder teurer werden und durch die Gastronomen, die sehnsüchtig drauf warten, wieder Gäste bewirten zu dürfen, um etwas Geld einzunehmen. Und Sie selbst trinken ja auch gern mal ein Bier in einer Gaststätte. Wie haben Sie die Zeit bis jetzt überstanden? Ach, Bier fehlt mir nicht. Ein Glas Rotwein trinke ich gerne mal. Und das ist auch nicht das Bier trinken oder das Rotweinglas leeren. Es ist das Reden. Na, über alle Bereiche, mit dem, das hat gefehlt. Also sehen wir die Zukunft, wie Sie schon eingangs erwähnt haben, positiv hier. Endlich. Und bei der MVZ-Einweihung, eines der größten Höhepunkte, da werden wir uns natürlich wieder sehen. Spätestens dann sehen wir uns wieder. Ich freue mich auf einen schönen Sommer. Der Marienberger Marktplatz erhält eine Förderung. Das teilte das Büro des Bundestagsabgeordneten Alexander Kraus in einer Pressemitteilung mit. Für den Erhalt der denkmalgeschützten Linden auf dem Marienberger Marktplatz
stellt der Bund nun 210.000 Euro bereit. Der Haushaltsausschuss des Bundestages habe dafür am Mittwoch den Weg freigemacht, sagte der Bundestagsabgeordnete. Der Bund fördere Modellprojekte zur Klimaanpassung. Die Linden seien 1862 gepflanzt worden und prägten das Bild am Markt. Es sei gut, sie zu erhalten. Bereits im vergangenen Jahr hatten Olbernhau und Ernst Friedersdorf eine ähnliche Förderzusage erhalten. Aber nun zu einem anderen Thema. Tobias Körner hat sich diese Woche mal umgehört und mit regionalen Gastronomen über den anstehenden Neustart im Gastrogewerbe gesprochen. Die allgemeine Stimmung bisher: vorsichtiger Optimismus. Heute war Tobias auch wieder unterwegs, und zwar im Waldeck in Pobershau. Annette Faust, die Zahlen signalisieren, es kann wieder losgehen, sowohl in der Gastronomie als auch im Gastgewerbe. Und das ist ja ein Standbein von euch. Ihr habt einen Pensionsbetrieb. Wie bereitet ihr euch auf die neue Zeit vor? Wir sind also jetzt schon die ganze Woche dabei, unseren Neustart wieder vorzubereiten. Das heißt, das eine im Sinne von alles wieder einkaufen, alles wieder hochfahren. Wir haben ja wirklich in den letzten 7 Monaten alles, ich sag mal, ziemlich gegen Null gefahren und haben wirklich nur so eingekauft, was man unmittelbar gebraucht hat. Ja, das ist die eine Seite, den ganzen Einkauf, ganze Vorbereitung. Dann das nächste ist natürlich auch das Bekanntmachen des Datums, also dass wir jetzt am Freitag zunächst außen starten wollen und dann ab dem Wochenende auch wieder innen Gäste aufnehmen können, beziehungsweise auch in den Zimmern wieder Übernachtungen anbieten. Mhm. Buchungstechnisch gibt es für euch da Herausforderungen? Also wir sind zwar im Moment gerade dabei, unser Buchungssystem umzustellen, das heißt auf ein neues System zu gehen, aber wir hatten das vorher auch schon, was ziemlich, ja, was ich sag mal, also zu mindestens 50% oder 60% immer mehr auf den Online-Vertrieb geht. Mhm. Und ansonsten sind es natürlich auch, sag ich mal, viele Gäste, die wiederkommen oder die sich eben persönlich melden dann. Wie siehst du jetzt die kommenden Wochen? Ja, sehr. Ich sehe den sehr gespannt entgegen, aber auch eigentlich sehr, sehr hoffnungsvoll, muss ich sagen. Also ich sehe es sehr positiv und denke auch, dass die Leute das recht gerne annehmen. Man merkt es ja so, dass viele Anfragen sind, also dass die Leute schon darauf warten, wieder in die Gastronomie und auch Urlaub zu machen. Jetzt hast du es vorher angesprochen, 7 Monate relativ ruhig. Habt ihr die Zeit sinnvoll genutzt? Ja, das würde ich schon so sagen. Also wir haben im Haus einiges renoviert. Wir haben unsere Gästetoiletten komplett neu gestaltet. Zum einen auch aus hygienischer Sicht und zum anderen natürlich auch, um das Erscheinungsbild ein bisschen hervorzuheben oder einfach neu zu machen. Wir haben jetzt, sind jetzt im 27. Jahr und gerade diese Bereiche hat man halt auch vorher noch nicht verändert. Und da hat sich ja nur auch generell von technischen Möglichkeiten oder auch von, einfach vom Design, sage ich mal, mehr viel geändert, und das haben wir genutzt. Dann, unsere Zimmer hat man ja schon ein Jahr vorher alle neu gestaltet. Und jetzt sind wir noch dabei, den Außenbereich zu erweitern, dass wir eben die Sommersaison auch mehr draußen nutzen können. Was würdest du dir von deinen Gästen bzw. Kunden in den kommenden Tagen wünschen? Wünschen? Ja, eigentlich nur, dass sie das annehmen und dass sie genauso gerne kommen wie vielleicht vorher oder vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr, weil sie eben auch sehr lange abstinent waren. Nicht nur wir. Die Lockerungen betreffen ja nicht nur die Gastronomie. In allen Lebensbereichen sind dank der niedrigen Inzidenzen nun wieder Lockerungen möglich. Neue Informationen zur Maskenpflicht haben wir auch bekommen. Was sich dort ändert und vor allem wo, das hat jetzt Fabienne Kröhr für Sie. Normalbetrieb für Schulen und Kitas im Landkreis Erzgebirge. Masken fallen ab Montag in fast allen Landkreisen. Aufgrund einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unterhalb von 50 können Schulen und Kitas im Landkreis Erzgebirge ab Montag, dem 14. Juni, wieder in den Regelbetrieb zurückkehren.
Dies ist aufgrund der neuen Kita- und Schulverordnung möglich. Der Präsenzunterricht kann somit wieder für alle Schüler und ohne Teilung der Klassen stattfinden. Auch in Kindertageseinrichtungen ist wieder ein Regelbetrieb entsprechend der pädagogischen Konzepte möglich. Laut der neuen Regelungen der Kita- und Schulverordnung kann zudem nach jetzigem Stand ab Montag in fast allen Landkreisen die Maskenpflicht für Schüler und Schulpersonal im Schulgebäude wegfallen. Dies liegt daran, dass die regionale 7-Tage-Inzidenz stabil unter 35 liegt. Für den Erzgebirgskreis wird diese Regelung voraussichtlich erst Mitte der Woche eintreten, wenn die Inzidenz weiter fällt. Entschärfung der Maskenpflicht im ÖPNV. Auch im öffentlichen Personennahverkehr wirken sich die weiter sinkenden Infektionszahlen und eine stabile Inzidenz von unter 100 im Erzgebirgskreis aus. Ab sofort ist es ausreichend, wenn im Bus eine medizinische Maske getragen wird. FFP2-Masken sind natürlich nach wie vor ebenfalls zulässig. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres bleiben weiterhin von der Maskenpflicht befreit. Ich habe es am Anfang der Sendung ja schon mal erwähnt. Für die versierten Beobachter, die einen klaren Himmel zur Verfügung hatten, gab es heute etwas ganz Besonderes zu entdecken. Und wir fragen jetzt direkt im Wetterstudio mal nach. Tobias, erzähl uns doch mal, was gab es denn heute Besonderes? Ja, Jakob, heute Mittag gab es für uns ein besonderes Himmelsspektakel. Also zumindest für die, die freie Sicht zum Himmel hatten. Es war eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Für knapp 2 Stunden stellte sich der Mond zum Teil zwischen Erde und Sonne. Circa 14% waren dabei verdeckt. Ja, und gegen 12.30 Uhr war die Überdeckung am größten. Die nächste totale Sonnenfinsternis, liebe Zuschauer, in Deutschland gibt es erst wieder am 3. September im Jahr 2081, also in 60 Jahren. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel über unserem Sendegebiet bedeckt und von den Sternen ist nichts zu sehen. Der Mond wäre eh nicht mit dabei, denn es ist Neumond. Dafür steht Regen auf dem Plan. Das Niederschlagsrisiko liegt in etwa bei 85%. Die Wolkendecke sorgt aber ganz nebenbei auch dafür, dass die Temperaturen sehr angenehm bleiben. In Obernhau, Grüntal, an der Seigerhütte zeigt das Thermometer zwischen 13 und 15 Grad an. In Marienberg-Dorfelstraße am Funkhaus werden Werte zwischen 12 und 14 Grad erwartet und in der MZ-Stadt Schopau am Neumarkt übernachtet das Quecksilber bei 14 bis 16 Grad. Das sind dann auch die Höchstwerte hier bei uns im Sendegebiet. Der Wind haucht dabei nur schwach mit um die 5 Kilometer pro Stunde aus Süden. Morgen am Freitag, dem Arbeitswochenfinaltag, geht es los mit einem wolkigen Himmel. Das bleibt auch in den Vormittagsstunden so. Die Sonne sichert sich immerhin noch durch die Wolkenlücken ihre Anteile am Wettergeschehen. Am Nachmittag lockert die Wolkendecke dann auf, die Lücken werden größer und die Sonne greift verstärkt nochmal ins Wettergeschehen mit ein, sodass am Ende des Tages bis zu 6 Arbeitsstunden auf der Abrechnung stehen. Wolkig geht es dann in die Nacht hinein. Mit Regen ist morgen generell nicht zu rechnen. Das Niederschlagsrisiko liegt in etwa bei 20%. Tja, die Temperaturen sind und bleiben erst nochmal sommerlich. Im Kurort Seifen am Fuße des Schwartenbergs gibt es zwischen 14 und 21 Grad. In Schönbrunn am Ambrosgut zeigt das Thermometer 15 bis 22 Grad. Und in Waldkirchen unten am Bahnhof klettert das Quecksilber auf 17 bis 23 Grad. Der Wind dreht auf Westen und weht von dort leicht mit um die 8 Kilometer. Pro Stunde. Ja, und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das kommende Wochenende. Der Samstag bietet uns dann ein Kontrastprogramm am Himmel. Der zeigt sich bedeckt und es wird immer wieder leicht regnen. Die Sonne läuft nur auf Sparflamme. Trotzdem gibt es zwischen 15 und 20 Grad bei einem starkböigen Wind aus Westen. Am Sonntag ist der Name dann wieder mal Programm. Der Himmel präsentiert sich leicht bewölkt mit einer großen Portion Sonne ohne Regen. Die Temperaturen üben sich erstmal in Bescheidenheit. 10 bis 17 Grad gibt es bei einem frischen Wind aus Nordwesten. Ja, und wie das dann danach in der kommenden Woche so weitergeht, ob der Sommer dann richtig zum Angriff bläst, die Information gibt es dann morgen hier an dieser Stelle.
Das war's nämlich erstmal hier aus dem Regionalwetterstudio. Ihnen einen schönen Abend und damit zurück zu dir, Jakob. Vielen Dank, Tobias, im Wetterstudio. Für uns heißt es jetzt Schicht im Schacht, denn wir sind nun am Ende der heutigen Ausgabe von Regional angekommen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Und für alle, die die Sendung nochmal nachschauen wollen oder einfach mehr Informationen haben wollen, die können uns gerne auf unserer Webseite besuchen, und zwar unter www.mef-line.de oder auf glückauf.tv. Ihnen wünsche ich morgen einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.